Eigentlich Schneeball in die Fresse. Egal. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Hm? Wir sollten zur Lodge gehen. Ja. Ja. Hier echt schönes. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Dem habe ich es besorgt mit den Schneebälle, hä? Üb. Ah, da kommen die nächsten. Okay. Jetzt wird's gruselig. Da sind wir wieder. Yay. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wenn ich dich sehe, bist du eingeschüchtert. In der vergangenen Sitzung haben wir festgestellt, dass du gewisse Dinge fürchtest. Und zwar Tote oder Untote. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Männer machen mich nervös. Ja, also in dem Falle ja. Tipp. Ja, umblättern. Ja, achso, so. Dann eher das. Oh Gott, ja, Höhen, definitiv. Snakes? Schlongs. Ne, schreibt einfach nur mit. Messer sind beängstigender, weil Klinge und so. Ja, dann eher Insekten. Keine Schlongs. Was schreibt ihr denn da auf? Hallo? Bin nur noch traumatisiert von Stephen King. Oh, Blut ekelt mich an. Ja, eher als Krähen. Arschloch? Hab ich dich erschreckt? Ja. Nicht nervös. Wenn du so weitermachst, bin ich schon nervös, Typ. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, also definitiv umblättern. Spiders. Ja, immer noch Blut. Ah! Weh, du erschreckst mich nochmal, Typ. Jupp. Zombies im Leben nicht. Mach jetzt echt schneller. Jupp. Blut immer noch. Will die das komplette Blutmassaker haben, hallo? Stürme, nix. Ja, ich hab vor ihm Angst, genau. Das ist sehr interessant. Danke. Dafür, dass du so gründlich warst. Blablabla. Spinnen, Clowns und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. What? Wow. Du kommst immer näher. Ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Was zur Hölle? Okay, ich muss sagen, ich habe ja Rush of Blood gespielt. Wenn sich das genauso steigert, dann wird es natürlich hart. Was bisher geschah bei Until Dawn? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen?
bisschen krass. Komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Bisschen flirty, ja. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Ach, hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig. Ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Creepy. Ein bisschen. Yo, yo, yo. Steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Yo, yo, yo. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Ha. Das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Sounds good. Okay, komm. Einfach weggegangen. Hört sich verlockend an. Tschüss. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, klar. Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Bro, das hättet ihr aber noch ein bisschen weiter weg. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Wohl wahr. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Ja, Tami, ich kenne es noch nicht, aber ich denke, es wird ganz gut. Ist das eine Axt? Ist das eine gottverdammte Axt? Hm. Oh. Keine Axt. Hinweis entdeckst. Axthalterung.
Also, wir hatten das Wanted-Schild. Oh, wir haben einiges übersehen. Jo, an der Wand befestigte Halterung, in der eine Axt stecken sollte. Die Axt fehlt jedoch. That's sad. Gut, wir haben ja auf jeden Fall schon den Hinweis auf diesen Verbrecher. Okay, schade, dass ich noch mehr übersehen habe. Verdammt, wie sieht langsam der Saft aus? Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. No more GPS in the house, hä? So, damit klettern wir jetzt ins Fenster. Ja, müsste ich mir mal angucken. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber wir sind jetzt erstmal bei Until Dawn. Blind. Wow, wow, wow. Okay. Damn moves. Oh, noch mehr Snowboards. Wollen die mir irgendwas sagen damit? Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Ja, Sport. Oh. War ich das? Ja. Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Das ist ein Feuer. Ja, wundervoll. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ah. Wo ist das? Wo hat er gesagt, ist das verdammte Spray? Ja, komm, wir gucken mal. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ah, ein Totem. Cool. Welche Farbe? Orange. Verlusttotem. Da muss ich doch gerade mal reinlutzen. Lutzen. Braun. Der mögliche Verlust eines Freundes. Okay. Irgendwen hat's zerburnt, ja. Irgendwen hat's zerburnt, okay. Gut, aber das ist nicht das, was wir suchen, or is it? Nicht wirklich. Wo ist denn alles? Ha, ich will da nicht rein. Yes, Until Dawn. Also die Stimmung macht schon was her, das muss man sagen. Allerdings finde ich es trotzdem creepy AF. Was zum... Uff, hoffentlich war das die richtige Tür. Da war was, oder? Ah, da ist was. Okay, cool. Was geht? Ah, echt cool. Hinweis entdeckt, Familienporträt. Sind auch alle drauf. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon, Tatsache. Okay. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich hier wahrscheinlich falsch unterwegs bin, oder? What the hell? Was war das denn? Mich auch mal interessieren. Soll ich da reingehen? Habe ich eine andere Wahl? Das ist nicht das Badezimmer, oder was? Ah! Ich höre was. Oh. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ich höre was. Ein creepiges Creep-Geräusch.